Hallo alle zusammen! Denkt man an Geschenke für Kinder, fallen einem meist ganz gewöhnliche Dinge ein wie Plüschtiere, Puppen und Spielzeugautos. Wenn du für Weihnachten oder den nächsten Geburtstag etwas Originelleres kaufen möchtest, findest du in diesem Video Inspiration. Diese Produkte sorgen zumindest für den nötigen Überraschungseffekt. Heute die 8 seltsamsten Produkte für Kinder. iPad Babywippe. Uns ist ja schon aufgefallen, dass Kinder heutzutage immer früher ein eigenes Smartphone haben. Aber ob es wirklich sein muss, dass Babys schon einen Bildschirm vor die Nase gesetzt bekommen? Wenn es nach Fisher-Price geht, schon. Die Babywippe mit eingebauter iPad-Halterung soll vielleicht dafür sorgen, dass das Kind auch dann bespaßt werden kann, wenn die Eltern mal keine Zeit haben. Klingt zwar erstmal praktisch, aber es hinterlässt einen faden Beigeschmack. Kein Wunder, dass viele Eltern sich im Netz über dieses Produkt beschwert haben. Narwal-Spielset. Narwale sind etwas ganz Besonderes, denn sie sind die einzigen Meeresbewohner mit einem Horn, mit welchem sie arglose Tiere bestialisch ermorden, glauben zumindest die Hersteller dieses Spielsets. Was ist kurioser, dass der Narwal in diesem Set 4 verschiedene Hörner mit unterschiedlichen Fähigkeiten zum Auswechseln hat, oder dass eines der beigelegten Tiere, die vom Wal erstochen werden können, ein Koala ist? Narwale leben im arktischen Ozean, man sieht sie hauptsächlich an der sibirischen Küste rund um Grönland. Koalas verirren sich wohl eher selten dorthin. Glibby. Kinder lieben Schleim, aber lieben sie ihn auch so sehr, dass sie darin baden würden? Mit diesem Pulver kann man ganz normales Badewasser in bunten Schleim verwandeln. Einfach Wasser einlaufen lassen, Pulver rein und abwarten. Angst vor einer Riesensauerei braucht man nicht haben, angeblich lässt sich der Schleim problemlos abspülen. Als Gag für eine Gartenparty ist das bestimmt eine witzige Idee, für den häufigeren Gebrauch aber wohl doch ein bisschen teuer. Potty-Mitts. Die Potty-Mitts sind bunte Wegwerfhandschuhe, die die Kinder überziehen können, wenn sie auf eine öffentliche Toilette gehen. Sie sollen vor Keimen schützen. Mal davon abgesehen, dass man mit diesem Produkt jede Menge Müll produziert, ist es auch ziemlich unnötig. Wenn die Toilettenbrille nicht gerade total verdreckt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, sich auf einer Toilette mit Krankheiten zu infizieren, sehr gering. Türklinken sind wesentlich öfter mit Keimen belastet, weil leider viel zu viele Leute nach dem Toilettengang auf das Händewaschen verzichten. Nurse Meat Tender. Nurse Meat Tender ist im Grunde eine Flasche für Babymilch. Weil es für manche Eltern aber anscheinend zu langweilig ist, dem Kind einfach nur die Flasche zu geben, besteht Nurse Meat Tender aus einer Art Gurt, der so umgeschnallt wird, dass die dreieckige Flasche, die wohl eine Brustform darstellen soll, über der Brust liegt. Das Baby wird dann so gehalten, als würde es herkömmlich gestillt werden. Theoretisch sollen so auch Männer nachvollziehen können, wie es ist, ein Kind zu stillen. Rollerbuggy. Der Rollerbuggy hingegen ist zwar ebenso seltsam, aber tatsächlich echt praktisch. Bei diesem Kinderwagen kann man unten eine Art Longboard rausziehen, sodass man den Wagen wie einen Roller benutzen kann. So kommt man nicht nur schneller vorwärts, wobei man aber auch nicht zu schnell fahren sollte, um dem Kind im Kinderwagen keine Angst einzujagen, sondern hat auch jede Menge Spaß dabei. Interessierte Blicke im Park sind da garantiert. Weiter Vape. Weiter Vape scheint Kindern eine neue Möglichkeit zu bieten, Vitamine zu sich zu nehmen. Im Internet lässt sich leider nicht viel über diese Marke finden, die E-Zigaretten für Kinder anbietet. Aber es gibt tatsächlich ein anderes Unternehmen, das E-Zigaretten mit Vitaminen anbietet. Weiterzigs sind Einwegzigaretten mit Geschmack und Vitaminen. Gleichzeitig enthalten sie kein Nikotin. Das Unternehmen bietet 5 Geschmacksrichtungen an. Jede enthält in kleinen Variationen die gleichen Vitamine. A, B1, C, E und das Coenzym Q10. Aber ob nahrungsergänzende E-Zigaretten etwas taugen, ist mehr als fraglich. Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Dass es dieses Produkt aus den USA in den 50er Jahren ganz normal in Geschäften zu kaufen gab, ist wirklich verrückt. Denn mit diesem Experimentierkasten konnten Kinder Atomstrahlen messen und sichtbar machen. Zu einer Zeit, als radioaktive Strahlen noch als Wundermittel galten, hat man dies als unbedenklich angesehen, obwohl man schon damals wusste, dass diese auch negative Auswirkungen haben konnten. Heutzutage zahlen Sammler für ein gut erhaltenes Exemplar dieses Atomenergiespielzeugs über 5000 US-Dollar. Die 4 verschiedenen Uranerze im Set sind aber nach der langen Zeit nicht mehr gefährlich. Das war's auch schon wieder für heute. Was haltet ihr von diesen Produkten? Schreibt es unbedingt mal unten in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.